Hip-Hop ist längst nicht mehr Sparte, sondern Mainstream. Das ist ein Fakt. Umso schwerer also für Newcomer, sich in dem Musikbusiness zu etablieren? Oder ist das ein Mythos, der dank Möglichkeiten wie Instagram oder Spotify widerlegt werden kann? Uns von Unicorn diskutiert interessiert, was Erfolg im Hip-Hop heute definiert und welche Entwicklung dem eigentlich zugrunde liegt. Sachlich zusammengefasst ist Hip-Hop ein Musikstil, der auf Rap basiert und sich auszeichnet durch prägnante Rhythmen und überschaubare Melodien. Während es in Popsongs meistens soft zugeht, war Hip-Hop ursprünglich das Sprachrohr sozial benachteiligter Schichten. Nach dem Motto Keep it real wurden in den Lyrics die soziale Herkunft, Konflikte aus den Ghettos und ein männlich dominiertes Bild repräsentiert. Hip-Hop geht aber nicht nur ins Ohr, sondern ist vielseitig präsent. Graffiti und Breakdance sind zwei weitere Subkulturen, die ihr sicherlich kennt. Der Startschuss von Hip-Hop in Deutschland fiel in den 80ern mit Gruppen wie Advanced Chemistry oder Fanta 4 als sogenannte Pioniere des deutschen Raps. In den 90ern feierte Hip-Hop große Erfolge und auch kleine Künstler hatten eine ziemlich gute Chance, bei Plattenfirmen wie Universal unter Vertrag genommen zu werden. Doch dem Höhenflug folgt meistens ein Absturz und der traf die deutsche Hip-Hop-Szene Anfang der Jahrtausendwende. Berlin überlebte den Crash mit einer Innovation. Das Independent-Label Agro Berlin setzte einen neuen und äußerst erfolgreichen Akzent: Gangster-Rap. Dieser ist seitdem aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Auch jetzt noch gilt Berlin als deutsche Hip-Hop-Hauptstadt. Von der Warschauer Brücke bis auf den Teufelsberg ziehen sich die Spuren deutscher Hip-Hop-Kultur. Heute titelt man Hip-Hop das Potenzial als neuen Mainstream und Nachfolger des Pops an. Die Vielfalt an Strömungen und AkteurInnen beweist, dass Hip-Hop einen kommerziellen Siegeszug fährt und längst zu einer dominanten Gegenwartskultur geworden ist. Die gestaltet sich nicht nur ansprechend für Jugendliche. Ü30-Künstler wie Sido, Materia oder Bushido sind mit ihren ZuhörerInnen groß geworden und haben sich generationenübergreifend einen Namen gemacht. Dabei werden auch alte Zugänge wie Schallplattenläden durch wenige Klicks auf Streaming-Plattformen wie Apple Music oder Deezer ersetzt. Und wo es früher Privileg war und statusdefinierte eigene Tapes zu produzieren, finden sich heute auf YouTube unzählige Amateurvideos. Es scheint ganz so. Wer Streaming-Plattformen zum Vertrieb seiner Musik und soziale Netzwerke zur Vermarktung der eigenen Person nutzt, der hat den halben Weg zum Erfolg schon geschafft. Artists können sich so in Scheinwerferlicht rücken, ohne von Labels abhängig zu sein. Auf Instagram und Co. begleiten Fans ihre Idole hinter den Kulissen und im Alltag. Diese virtuelle Nahbarkeit macht aus unantastbaren Artists Freunde, die Ratschläge geben und nebenbei ihre Musik promoten. Auch die Musik selbst bedient sich neuer Möglichkeiten, die ohne digitales Know-how undenkbar wären. Das eröffnet einerseits Chancen für die KünstlerInnen. Algorithmen und Klanganalysen ebnen den Weg zu den Streams. Tonart, Stimmung oder Tempo dienen als Orientierungsmaßstäbe und erhöhen die Erfolgsaussicht, in den großen Playlists wie Modus Mio aufgenommen zu werden. Denn wer es in eine Playlist mit mehr als 5000 monatliche HörerInnen schafft, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit entdeckt. Andererseits bringen solche Instrumente der Musikanalyse auch Risiken mit sich. Während Hip-Hop eigentlich dafür bekannt ist, durch provokative Lyrics gesellschaftliche Debatten anzustoßen, läuft er nun Gefahr, durch mainstreamtaugliche Schlagwörter zu verwässern. Gleichzeitig nicht ganz unwichtig, über eine brancheninterne Entpolitisierung zu jammern, trifft nicht ganz den Kern. Denn Hip-Hop ist vielseitig und nicht zwangsweise politisch. Es stellt sich also die Frage, ob es sich um einen Trend oder eine Tendenz handelt. Um es in Worten von Megalo auszudrücken, bleibt Hip-Hop weiterhin die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss? Wir fragen uns, was passieren kann, wenn Marketing primär Musik generiert. Solche Bedingungen verändern den Aufbau. So kommt der Refrain bzw. die Hook zumeist an den Anfang des Tracks. Songs werden gekürzt, denn es gilt die Regel, je kürzer der Song, desto öfters kann er gestreamt werden. Der Erfolg auf dem Musikmarkt bemisst sich nicht mehr im Umsatz durch Albumverkäufe, sondern ganz einfach in der Anzahl der Streams. Diese Marktlogiken haben natürlich weniger mit der proklamierten Realness zu tun, bieten dafür aber mehr Fairness. Zeit, um mal in der Branche nachzufragen. Hi, mein Name ist Fridolin Achten, aber bitte nennt mich Friedel. Ich bin Moderator der Fernsehsendung Startrampe und Moderator des YouTube-Formats Puls Musikanalyse. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zwiegespalten. Einerseits gibt es natürlich ermöglichtes Streaming, dass kleinere KünstlerInnen und Acts eine Möglichkeit haben, ihre Musik hochzuladen. Und potenziell könnten diesen Song ja alle Menschen, die diese Streaming-Plattform benutzen, ja hören. Einfach
Output raushauen. Und das sehe ich durchaus als Vorteil. Aber aus eigener Erfahrung, ich habe ja lange in der Band Claire Schlagzeug gespielt. Für uns war es schwierig, weil wir kein Geld verdient haben über die Streaming-Plattform. Also die Abrechnung, die dann am Ende des Tages kam, war ein Witz. Und wenn man diese Streams umrechnen würde in CD-Verkäufe, wäre da auf jeden Fall mehr Geld bei rumgekommen. Die Frage ist nur, kann man das überhaupt 1:1 umrechnen? Sollte man das auch? Ich glaube, dass Labels nach wie vor eine Relevanz haben. Labels haben bestimmte Strukturen, die ein Künstler oder eine Künstlerin von zu Hause aus einfach nicht stemmen könnten. Labels haben wichtige Verbindungen zu Radios. Auch wenn man sagt, Radios sind heute nicht mehr so wichtig. Was aber sehr wichtig ist bei Radios, ist die GEMA. Außerdem haben Labels wahnsinnig gute Strukturen der Künstlervernetzung. Aber sie sind halt einfach, Labels sind nicht mehr zwingend notwendig, um irgendjemanden aus der Schublade zu ziehen. Also jemand kann es schon ganz alleine schaffen und zwar früher, glaube ich, unfassbar schwer, wenn nicht sogar fast unmöglich. Der Austausch mit Friedel Achten hat uns gezeigt, dass diese Entwicklung gerade in Zukunft hochspannend für den Musikmarkt sein wird. Ob digitale Wandel als Diktat oder Chance begriffen wird, hängt nicht zuletzt von den Labels, Plattformen und Artists selbst ab. Uns interessiert eure Meinung. Was sind eure Lieblingsartists? Habt ihr da auch Veränderungen wahrgenommen? Und wenn ja, wie steht ihr dazu? Wenn euch unsere kleine Spurensuche im Hip-Hop-Milieu gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken und bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. Bis nächstes Mal bei Unicorn diskutiert.